Nachricht 2. Hallo Alec, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich muss sagen, bei dem Gedanken, eine andere Galaxie zu erkunden, brummt mir der Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie jemand so eine Reise überleben kann. Und außerdem könnte ich es nicht ertragen, die Milchstraße zu verlassen. Es gibt noch so viel über die Proteaner, das ich hier zu ergründen hoffe. So viel potenzielles Wissen, das ich anzapfen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Okay. Und der letzte Eintrag. Dann hat eine Erkundungsmission auf Habitat 7 zugestimmt. Ich packe jetzt. Ich mache mir Sorgen um Sarah. Dr. Tepero sagt, es sei alles in Ordnung, aber sie ist meine Tochter. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich hasse es, sie so zurückzulassen. Das sind diese Augenblicke, in denen du dir wünschst, du hättest deinen Kindern öfter gesagt, dass du sie liebst. Oder überhaupt mal. Und das bringt mich zum schwierigen Teil. Kinder, falls mir etwas zustößt, gibt es Dinge, die ihr erfahren werdet. Ich hoffe, ihr werdet sie verstehen. Ha, da geht's wahrscheinlich um die anderen Einträge. Oh Mann. Los geht's, verschlüsseltes Log Nummer 1. Dieses Log kann momentan nicht aufgerufen werden. Was ist mit Nummer 2? Dieses Log kann momentan nicht aufgerufen werden. Nummer 3. Dieses Log kann momentan nicht aufgerufen werden. Verdammt, Sam. Nummer 4. Dieses Log kann momentan nicht aufgerufen werden. Okay. Ich denke, die Antworten erwarten uns auf der anderen Seite dieser Wand. Oder hier im Grunde genommen. Ha. Ich find's lustig, dass die sich irgendwie hinknien. Bisschen merkwürdig. Ich speichere vorher noch einmal. Und dann kriegen wir auch den Cursor weg und dann geht's los. Sam-Kern. Ich weiß immer noch nicht so genau, was das ist und ob die anderen Archen das auch haben. Aber auf geht's, Sam. Hallo Scott. Willkommen zurück im Sam-Kern. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Okay. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssen etwas Vertrauliches besprechen. Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Und was soll diese Heimlichtuerei? Ich verstehe nicht, wieso diese Heimlichtuerei nötig ist. Ihr Vater hielt es für das Beste. Was wollte er vor uns geheim halten? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Oh. Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf Sie. Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um Ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Alec nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Aha. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Ich meine, ja, es könnte Leuten Angst machen. Das kann ich gut verstehen. Die Leute könnten ein falsches Bild bekommen. Supersoldaten. Ein Computer, der einen Menschen kontrolliert. Der den Menschen verbessert. Es ist eine symbiotische Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Wow, würde es wehtun? Trotzdem habe ich das Sagen. Aber du bist doch nur ein Computer. Irgendwie alle drei sind sehr lustig. Du bist nur ein Computer, oder? Oder nicht? Wie beeinflussen menschliche Erfahrungen einen Computer? Über diese Frage hat sich Ihr Vater oft den Kopf zerbrochen. Ich bin dazu bestimmt, die Antwort zu sein. Offenbar gemeinsam mit mir. Also was heißt das jetzt für uns? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Verdammt. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Oh. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen.
Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke. Gut, nun waren wir schon da drin. Wow, okay. Mit Profilen kann Sam Ryders Implantat umkonfigurieren und die Leistung auf dem Schlachtfeld verbessern. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie leer, um es zu aktivieren. Zum Beispiel Soldat. Investieren Sie in Kampftech und Biotech-Fähigkeiten, um mächtigere Profile mit verschiedenen Stilen freizuschalten. Ah, okay. Aktuell geht... mit Escape beenden wir. Aktuell geht anscheinend wirklich nur der Soldat. Irgendwann können wir dann auch Techniker sein, Experte, Wächter, Frontkämpfer, Infiltrator oder Entdecker. Okay, um Techniker Rang 1 freizuschalten, brauchen wir 6 Punkte. Mehr Kombo-Schaden, mehr Tech-Konstrukt-Gesundheit. Ich verstehe. Das ist doch nicht schlecht. Wenn auch ein bisschen merkwürdig. Können wir nochmal mit Sam reden? Willkommen zurück, Scott. Ha, sehr gut. Fragen wir mal erstmal nach dem Aufenthaltsort? Ja. Ich nehme an, deine Basis ist hier, im Sam-Kern? Korrekt. Hier ist meine zentrale Prozessoreinheit untergebracht. Ich kann aber mittels Quantenverknüpfungskommunikation mit Ihnen und dem Pathfinder-Missionsteam in ständigem Kontakt bleiben, auch über große Entfernungen. Sehr gut. Was kannst du eigentlich alles, Sam? Über welche Fähigkeiten verfügst du? In jeder Arche gibt es eine Sam-KI, eine simulierte adaptive Matrix. Gut zu wissen. Jede ist eine künstliche Intelligenz, die Alec Ryder zur Unterstützung der Pathfinder und ihrer Teams entwickelt hat. Aber KIs sind in der Milchstraße illegal. Wie hat mein Dad das umgangen? Es gab Ausnahmen. Für die Initiative war seine Forschung bei der Mission unverzichtbar. Wir wurden im Geheimen entwickelt. Moment, andere Sams? Es gibt also noch andere Sams? Korrekt. Allerdings hat ihr Vater meine Routinen bis zur Abreise der Hyperion immer wieder modifiziert. Ich bin der höchstentwickelte Sam der Initiative. Und mein Implantat? Was kannst du mir sonst noch über mein Implantat erzählen? Das Implantat gewährt mir direkten Zugriff auf ihre Sinnesorgane. Ich sehe, höre und erlebe dieselben Stimuli wie sie im Feld. Oh. Diese Rohdaten ermöglichen mir ein Feedback und eine Analyse der Lage in Echtzeit. Und dann hat Dad die Geheimzutat hinzugefügt. Mhm. Er hat meine Zugriffsbeschränkungen auf die Pathfinder-Physiologie entfernt. Sei bitte aber vorsichtig, okay? Aha. Versprich mir einfach, dass du nicht mein Gehirn röstest oder sowas. Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Beziehung. Alec hat mir das beigebracht. Ich werde ihr Gehirn nicht rösten. Das wäre für uns beide ein unschönes Ende. Ja. Für mich mehr als für dich. Wahrscheinlich, ja. Was hat es mit der symbiotischen Beziehung auf sich? Was hast du mit symbiotischer Beziehung gemeint? Eine Symbiose ist eine Verbindung zwischen zwei Lebensformen, die beiden Vorteile bringt. Mhm. Eine Blume gibt einer Biene Nektar und erhält dafür Pollen. Die Biene wird satt, die Blume kann sich fortpflanzen. Bei mir ist das ähnlich. Meine eigene Evolution wurde durch die Erfahrungen ihres Vaters geformt und das wird sich jetzt mit ihnen fortsetzen. Zum Ausgleich erhalten sie von mir Fähigkeiten und Analysen, die das menschliche Potenzial übersteigen. Wir profitieren beide. Okay. Ich frage mich jetzt gerade als Spieler, heißt es, unsere Taten werden auf ihn Einfluss nehmen oder auf es Einfluss nehmen und er dann vielleicht auch auf uns? Der Zustand meiner Schwester, wie können wir das... Okay, fragen wir ihn einfach. Weißt du Näheres über Sarahs Zustand? Ich überwache Dr. Carlyles Berichte. Er versorgt sie so gut wie möglich. Mehr lässt sich im Moment leider nicht unternehmen. Okay, auf Wiedersehen. Das war vorerst alles. Natürlich. Okay, dem folgen wir mal. Erinnerungsblocks entfernen klingt sehr schlau. Sam, was war das? Wow. Ein eidetischer Auslöser mit Bezug auf ihren Vater und die Teile meiner Speichermatrix, die er blockiert hat. Was hat ihn ausgelöst? Alec hat ihn mit ihrem Fortschritt als Pathfinder gekoppelt, nicht mit einem Ort.
Es mag verwirrend sein, aber meine Programmierung ist eindeutig. Wenn Sie weitere dieser Auslöser finden, werden die Erinnerungen freigeschaltet. Okay. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Okay, ich meine, wir sind direkt in der Nähe. Ein Audioausschnitt. Ich bin Dr. Liara Tsoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteaner zu studieren. Wie jedermann weiß, waren die Proteaner eine Hochkultur, die vor etwa 50.000 Jahren in der Milchstraße gedieh und dann verschwand. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2182, bleibt ihre Kultur ein Geheimnis. Mhm. Ich habe im Verlauf meiner Studien einige Techniken zur Analyse beliebiger alter Kulturen entwickelt. Ich hoffe, die wissenschaftliche Gemeinschaft kann daraus Nutzen ziehen. Okay. Mehr ist wahrscheinlich nicht. Ich bin Dr. Liara Tsoni. Können wir nochmal damit anfangen? Ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, okay. Die alten Proteane. Wir können aber gehen. Okay, dann gehen wir mal gleich zurück zu Sam. Um noch mehr darüber zu verstehen, was gerade passiert ist mit der Erinnerung. Ryder, die Blockierungen, die Ihr Vater in meine Matrix eingebaut hat, öffnen sich. Ich kann jetzt spezifische Erinnerungen abspielen, von denen Alec wollte, dass Sie sie sehen. Mhm. Moment, ich kann seine Erinnerungen tatsächlich sehen? Ja. Oh. Sie erleben sie über ihr Implantat. Oh, vielleicht war das, was ich gesehen habe. Jeder Tag bringt was Neues. Spiel die Erinnerungen ab. Los geht's. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, als ihr Vater auf der Citadel stationiert war. Alec, Ihre Empfehlung wird abgelehnt werden. Künstliche Intelligenz? Unsere beste Option. Wenn der Rat davon erfährt, wird das Ansehen der Menschheit nachhaltig geschädigt. Sie wollen zu viel. Botschafterin Goyle, ich bin der Militärattaché auf der Citadel. Ich muss der Erde einen Vorteil verschaffen. Und KI ist Ihre Antwort? Wir müssen aufholen. Die Asari, die Salarianer, sie sind uns Jahrhunderte voraus. Aber das ist illegal. Nach deren Regeln. Weshalb der Erde einen Vorteil verweigern? Weil es bei den Quarianern auch nicht geklappt hat. Freiheit. Wir sind Gefangene unserer fünf Sinne. Es gibt eine Realität, die wir nicht wahrnehmen können. Aber KI schon. Wie? Indem wir unsere Fähigkeiten verbessern und neue hinzufügen. Aber trotz all dem haben die Geth revoltiert. Mhm. Weil sie von ihren Schöpfern getrennt waren. Wir würden KI und Menschen direkt verbinden. Damit sie die Welt gemeinsam erleben. Ich halte es für gefährlich. Kein Schöpfer, also auch keine Revolte. Tut mir leid, Alec. Das ist zu riskant. Ich schätze Sie, aber Ihre Anfrage ist abgelehnt. Alec? Alan, was hat der Arzt gesagt? Dass ich die Zeit genießen soll, die mir noch bleibt. Es gibt keine Heilung, Alec. Ich sterbe. Nicht solange ich lebe. Alan, unsere Mutter? Wow. Morgen wieder zu hören. Ich wusste nicht, dass Dad es so herausgefunden hat. Alec war ein sturer Mann. Moms Leben stand auf dem Spiel. Zum Glück. Moms Leben war es wert, dafür zu kämpfen. Anscheinend ist dieser Eigensinn auch auf mich übergegangen. Niemand wollte zuhören. Die Vorstellung von dir hat den Leuten zu viel Angst gemacht. Danach hat Dad uns zur Erde zurückgebracht, um sich um Mom zu kümmern. Warum wollte er wohl, dass ich das sehe? Vielleicht war das der Anfang. Wovon? Unbekannt. Private Audiologs sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Aha. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Das war vorerst alles. Natürlich. Ist doch sehr interessant. Jetzt wissen wir auch, wer unsere Mutter ist. Oder war. Inzwischen ist sie tot, egal ob sie nun an einer Krankheit gestorben ist. Oder durch die 600 Jahre. Aber gut. Die persönlichen Logs ihres Vaters. Dann hören wir uns mal die verschlüsselten. Oh. Nur den ersten. Log-Eintrag an. Alans Krankheit. Erstaunlich, wie sich das Leben in einem einzigen Augenblick ändern kann.
Plötzlich spielt meine Karriere keine Rolle mehr. Diese großartige Frau, mit der ich so viele Jahre verheiratet war, ihr Ende naht. Ich denke immer nur an die Zeiten, als ich nicht für sie da war. Aber das wird sich ändern. Ich habe so das Gefühl, dass Sam mehr sein könnte, als ich mir je vorgestellt habe. Okay. Das war jetzt nicht viel Information. Moment.